Wir spielen weiter Super Mario World. Wir haben dieses Yellow Switch Palace gemacht und jetzt gehen wir auf die zweite Welt los. Sie heißt Yoshi's Island 2. Let's go. Wir starten mal direkt und checken das mal ab, was wir hier tun müssen. Und wir haben uns gleich mal das Ding hier kaputt gemacht. Das ist schlecht. Da hätten wir nämlich nochmal ein Level Up hier ziehen können, aber okay. Egal. Ups. Du bleibst mal hier. So. Und man sollte nicht immer rennen, ne? Wenn man... Hier kriegt man Yoshi raus. Das dürften viele noch wissen, dass der hier drin ist. Und dann gehen wir gleich mal hier zurück. Come on. Zack. So. Dann immer, wenn er eine bestimmte Anzahl von Beeren gegessen hat, dann gab es da ein Level Up für, ne? Und früher gab es noch einen Trick, da konnte man immer doppelt drücken vor so einer Beere und dann hat er irgendwie immer doppelt gegessen und dann konnte man ab und zu, wenn es ein Level gab mit vielen Beeren, oh shit, konnte man zwei Level Ups rausholen, aber das war echt schwierig. So, wir haben das halbe Level schon wieder durch. Richtig gut. So. Und da geht's schon, das erste. Wunderbar. Wir müssen hier hoch noch. Oh, das war knapp. Moment, müssen wir anders machen. So rum. So. Der Yoshi, der bleibt auf jeden Fall hier unten, da unten stehen. Denn wir holen uns diese Münze hier. So, Yoshi, come on. Zack, da gibt's nämlich das Level Up. Ah, ne, gibt nur einen Pilz. Oh, das ist ja frech. Gab es nicht früher mal ein Level Up dafür? Habe ich irgendwas falsch in Erinnerung? Auf jeden Fall möchte ich jetzt gern... Danke. Ah, diese Maulwürfe, ne? Die sind aber auch... So. Direkt rausgefressen, der Hund. So. Hier wurde oft das Level Up gedroppt. Wenn man die erste Beere nicht holt, und dann fällt das gerne mal hier runter. Wenn man diese Ausrufezeichen nicht holt. Können wir hier rein? Jo, das geht. Machen wir mal direkt hier. Oh, was ist das denn? Hier muss es irgendwo diese... Ah, genau. Hier kommen wir so hoch. Genau. Yeah, Level Up. War gar nichts, oder was? Das ist jetzt die Frage, gibt es hier eine Secret Area, oder? Wenn man da weiter hoch geht, oder ist das immer nur eine Münze? Ein Level Up ist doch noch dabei, oder? Ne, ein Level Up war dabei. Der Rest waren nur Münzen. Dann geht's weiter. Wir gehen hier zurück. So, die können wir auffressen. Hier kommt jetzt gleich so ein Django angerannt noch. Aber den ignorieren wir mal gekonnt. Und checken mal ab, ob wir... Yeah, 28 Punkte. Unsere ersten 28. Wunderbar. Wir haben das nächste Level geschafft. Gucken wir mal. Öffnet sich uns der Weg. Yoshi's Island 3. Das sehen wir im nächsten Video. Bleibt auf jeden Fall dran.